Grüße Leute, willkommen zu Hi-Ya Kung Fu, einer meiner ersten Spiele, die ich überhaupt gezockt habe. Allerdings habe ich die damals auf dem Commodore gezockt. Das muss ich jedes Mal machen, wenn das Spiel losgeht. Und heute zocke ich es ja auf dem NES und ich habe es verdammt laut eingestellt für mich selber. Ich mache mal kurz die erste Runde zu Ende. Ja, das ist alles, was wir machen müssen. Wir müssen uns prügeln. Wir haben im Prinzip nur springen und schlagen. Oh, oh, ich bin schon fast tot. Und der erste Gegner ist Wang. Auf dem C64 war das Butschu der erste Gegner. Alter! Du Arschgeige. Bam, bam. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Der Gegner ist eigentlich im Prinzip stärker als wir und hat mehr Reichweite. Aber wir machen immer so einen kleinen Stopptreffer. Bam, ausgetrickst. Nein, nein. Okay. Gibt mir wenigstens Gelegenheit, den Ton leiser zu stellen. Scheiße. Das war jämmerlich. Warum habe ich das schon versagt? Nochmal. Komm her, Wang. Wang, ich mach dir eine dran. Bam. Okay, Spiel scheiße. Auf C64 war es leichter. Was ist denn das? Warum trifft... Das hat... Aber das gab es auch schon auf dem C64. Jeder hat getroffen, außer ich. Also der Gegner. Jeder Gegner hat getroffen, außer ich. Ich musste ein paar coole Tricks... Der hat schon die Hälfte der Energie runter. Was ist das für ein Scheißspiel? Ernsthaft? Aber ich trete dir noch die ganze Zeit die Fresse. Was ist denn das für eine Kollisionsabfrage? Liebes Ja Kung Fu, du möchtest doch kein Worst Play werden? So wie viele andere Spiele schon vor dir. Die traurige Bekanntschaft... mit dem Worstplay-Format erhalten mussten und unrühmlich in die Spielegeschichte eingegangen sind. Durch mich. Alter, was ist das für eine Scheiße? Jetzt, das war ein schöner Tritt to the Face. Probieren wir nochmal ein. Tritt to the Face. Tritt to the Face. Tritt to the Face. Critical Tritt to the Face. Jawohl. Tritt to the Face. Okay, wir müssen immer in Bewegung bleiben, immer springen. Das hilft scheinbar. Vielleicht einfach mal stehen bleiben und einmal mal hoch springen. Tritt to the Face. Jetzt. Nein. Okay. Der ist aber verdammt schnell. Warum ist der schneller als wir? Der rennt da hinten durch die Gegend, als wäre es gar nichts. Während wir hier so langsam durch die Gegend latschen, mit unserer geilen Breitbeinstellung. Und er rascht einfach durch die Level. Alter, jetzt zeigt doch... Es ist doch nicht wahr. Dreimal in Stage 1 verreckt. Da herzlichen Glückwunsch. Entweder bin ich jetzt eine Kacke oder Spielkacke. Weil auf dem Commodore war es geil. So, aber es ist 1985 und das Commodore. Das muss geil sein. Die 32 Jahre können den Titel noch nichts angetan haben. Oh Mann, Alter. Okay, aber wir machen wenigstens gleich viel Schaden. Bloß, dass er mehr trifft. Was schlecht ist, wenn man gleich viel Schaden macht und gleich viel trifft. Jetzt liegt er schon zwei Treffer vorne. Alter, nerv nicht. Okay. Ja, fast ausgeglichen. Ja, ausgeglichen. Jetzt komm her. Umtänzeln, umtänzeln. Oh nein. Okay, beide am Bluten. Fliegende Kralle. Hat nicht funktioniert. Das Springen ist hier gerade ein bisschen fummelig. Ich weiß auch nicht warum, ob das gerade an meinem Controller liegt. Bam. Schön, ich lieg vorne. Bam. Und nochmal. Immer rüberspringen und dann Rücken treten. Das ist zwar feige, aber funktioniert wunderbar. Jetzt Dings Schiebbein. Okay, das Spiel ist scheiße. Alter, ich habe so gute Erinnerungen an den Titel, aber auf dem C64. Ich muss irgendwann nochmal die C64-Funktion ausgraben, aber jetzt aber kurz mal Siegerrang. Yeah. Wir sind der rothaarige Bruce Lee mit der pinken Hose. Ich fühle mich irgendwie nicht cool gerade. Das ist echt traurig. Was? Alter, warum kann der sowas? Warum kann der Tau schießen? Alter, und treten. Und warum treffen wir nicht? Doch, jetzt. Komm, Tau. Alter, Tau, du Drecksack. Tau auf, Mann. Ey, wir sind schon so gut wie tot. Aber ein schöner Tritt gegen Nüsse. Jetzt noch. To the face. Okay, das war nicht das Gesicht, aber... To the face Sprung. Jetzt. Bam. Jawohl. Die To the face Springe, die bringt... Nein, ich kann auch nicht blocken oder sowas. Ich versuche immer zu springen, aber das zieht sich gerade hin. Okay, ich bin gleich tot. Nein, der hat auch einen Sacktritt gemacht und da lagen wir da nieder. Jetzt geht's mir schon auf den Sack, die Musik. Ich mach draußen Worstplay. Nein, kann ich nicht. Ich habe das Spiel so gut in Erinnerung. Das muss an mir liegen. Das Spiel kann nicht kacke sein. Okay. Sprung. Okay. Oder ist eine Kack-Umsetzung? Es gab ja viele Spiele, wo einfach Kack-Umsetzungen sind von extrem guten Spielen. Zum Beispiel Alien vs. Predator, die Arcade-Version. Damals, so C64-Zeiten, N64-Zeiten, nein, Super Nintendo-Zeiten meine ich natürlich. Die war wirklich fantastisch. Die Super Nintendo-Version war echt grausam scheiße. Vielleicht ist es ja hier genauso. C64-Version super genial. NES-Version grausam. Tritt in the Face. Einfach aus dem Grund, die Steuerung ist echt kacke. Muss immer wegrennen, sonst trifft man nicht. Und man sieht ja, dass man trifft, aber man trifft doch nicht, weil das Spiel das gerade nicht so will. So, mal zurückgehen. Und Tritt in the Face! Okay, hat uns ausgedacht. Tritt in the Face! Jawohl! Okay, jetzt spielst du ein Worstplay. Ich gebe zu, es ist ein Worstplay. Ich wollte daraus ein Classic-Game machen. Nein, es geht leider nicht. Nein, ist aber, oh Mann. Da wirst du bestimmt 50 Kommentare kommen. Du hast das Spiel bloß nicht verstanden. Das Kampfsystem hast du nicht verstanden. Du bist kacke. Nein, bam! Okay, Tao ist jetzt aufgetaut und liegt da nieder. Wie können wir eigentlich den Faustschlag machen? Vielleicht muss ich mal gedrückt lassen und dann die Richtungstasten drücken. Nee, funktioniert auch nicht.
Oh toll, Chen, den habe ich schon auf dem C64 gehasst. Der macht immer dieselbe Scheiße. Der bewegt sich schön auf Distanz. Nahkampf trifft man auch nicht so richtig. Und dann haut er mit der Kette einfach zu. Alter, Chen, reiß dich mal zusammen. Okay, Chen haben wir gerade gepinnt. Zwei Schläge voll in die Schnauze gegeben. Nein. Okay, Ausgleich. Okay, ducken. Ja, komm, Chen. Shaggy Chen ist das. Das ist nämlich falsch geschrieben. Das ist nicht der Bruder von Shaggy Chen. Das ist die böse Version von Shaggy Chen. Deswegen kriegt er schön zwei Tritte gegen's Gesicht. Alter. Komm noch mal her, ich will dich um... Nein, warum hat der denn jetzt getroffen und nicht... Ich raff, spiel dich! Alter, warum spielen das nicht mal andere Leute als Versus? Das mache ich mal mit einem Kumpel Versus, das Ding zocken. Der dreht durch, der bringt mich um. Und da habe ich schon Erfahrungsvorsprung und bring ihn um. Also ihr wisst, was ich meine. Also jetzt nicht... Also virtuell meine ich. Du triffst nicht! Du kommst nicht... Nein! Der, oh, Shen, du Bastard! Okay. Jetzt. Ich muss nur ein bisschen Vorsprung gehen. Ja, okay, Tritt nach vorne. Wir haben Anfang gelegt und wir haben wieder... Ja, okay. Vielleicht mache ich doch mal einen Groundkampf mal. Es ist... Mir ist schleierhaft, wann ich treffe und wann der Typ. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Chen, du Sack. Chen. Chen, hör auf damit. Chen. Ich bring dich um, Chen. Also, virtuell. Bam. Oh, mir tut schon richtig der Finger weh von der Steuerung. Ich meine, Alter... Ei, Chen, du Sack! Und ich glaube, Game Over, ja. Meine Frage an euch. Das Let's Play geht noch nicht lang. Soll ich noch eine Runde? Ich mache noch eine Runde. Komm, zwei Spieler im Bonus macht keinen Sinn, weil ich habe keinen zweiten Spieler. Deswegen One Player. Und wir versuchen es nochmal gegen... Wer war da am Anfang? Wang. Wang mit dem Stab. Alter, Wang liegt schon wieder vorne. Wang tritt mich zusammen. Ich... Okay, das ist Zeit, die Steuerung ein bisschen rauszufinden, wie sie geht. Es kann nicht so schwer sein. Okay, vielleicht mal... Gibt es ein paar coole Sondertricks? Ich mach mal Sprung nach oben Tritt. Okay. Halbrunde Bewegung? Nein, das war noch nicht Street Fighter. Das war jetzt ein Probekampf. Ganz ruhig. Ich übe noch, ne? Also. So, jetzt mal Taste gedrückt lassen und dann was machen? Okay, dann macht er wenigstens bei jedem Sprung, den ich anhebe, einen Kick. Das ist sehr super, aber nicht das, was ich will. Das ist immer noch Steuerung ausprobieren. Ich will nicht, dass ihr jetzt meckert, ne? Ich klar verliere ich jetzt gegen Chan, Wang, Chu, Munchu, Futsu, wie immer noch heißt. Mann, jetzt, ich verliere gegen den halt. Das ist ja nicht so schlimm. Langsam komme ich dahinter. Ich muss immer noch diesen Tritt machen und mich langsam nähern. Das ist Quatsch. Wo ist denn da die Trefferabfolge? Ich bin zu früh, ich bin zu weit vorne. Es ist doch Blödsinn. Jetzt mal ehrlich, Spiel. Willst du mich verkackern? Das ist... Okay. Ich bilde mir einfach ein, er hat bestimmte Trefferzonen, wie zum Beispiel das Gesicht. Das muss ich noch finden. Und meine Füße sind der einzige Spot, wo ich treffen kann. Also wirklich der blaue Bereich der Füße. Und es ist ungefähr der Hinterkopf, wo ich treffen kann. Okay. Damit kann ich arbeiten. Nicht der Vorderkopf. Aber jetzt hätte ich doch treffen müssen, das war doch genau das. Ey, Spiel? Mobb mich nicht. Ich mag das nicht, wenn Spiele mich mobben. Oh. Oh, hier ist der Faustschlag versteckt. Vielleicht komme ich mit dem weiter. Okay, das war jetzt die Proberunde. Wir machen jetzt noch eine richtige Runde. Jetzt will ich richtig holen. Richtig schön diesen blöden... Naja, ich würde schon... Naja, wir sparen uns das. Ja, Kung Fu, 1985. Die C64-Variante war besser. Kackspiel. Ich verbrenne dich. So. Ja, schöner Faustschlag. Der Faustschlag können wir aber nur einen davon machen. Ist mir... Okay. Okay, so kann ich... Ich kann mich nur die Sprünge nähern. Will der mich verkackeiern? Jetzt mal ehrlich. Der latscht mich da zusammen. Ohne Probleme mit seinem Knüppel. Spiel! Okay, ich muss so wie vorhin machen. Einfach wild durch die Gegend hüpfen und irgendwas drücken. Okay, das war ein wunderschöner Treffer. Jetzt lässt er die Sprünge, kriege ich ja langsam hin. Er springt nur nicht immer dann, wenn ich will. Aber ein bisschen Abstand gewinnen. Und Sprung! Nein, das war nichts. Faustschlag, okay. Guter Konter. Und Sprung. Abstand gewinnen und Sprung und Schlag und Tritt und irgendwas. Alter, seht ihr, was ich meine? Manchmal muss es ein Treffer sein, manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht und ich verstehe nicht, ob es an mir liegt oder ob... Naja, es wird schon an mir liegen, weil ich kacke bin. Ja, ich weiß. Aber ich liege diesmal etwas vorne. Nein, also Gleichstand jetzt, aber gerade habe ich vorne gelegen und der nächste Treffer ist auch meine. Zack. Bam. Habe ich vorausgesehen. Nein, ausweichen. Der ist zu stark. Und bam. Und ja, Faustschlag. Langsam komme ich rein. Faustschlag. Nein. Also ich mache das jetzt nicht random. Ich probiere die richtige Entfernung abzuschätzen. Alter, du... Faustschlag. Noch ein Ding in die Magengrube und deine Mutter kann dir ja Blumen bringen, Alter. Und zwar ins Krankenhaus. Spast, Alter. So. Ja, Mann. Schön in die Magengrube. Und da freut sich unser Lee. Wie er lacht. So, wirklich wahrscheinlich Bruce Lee ist dahin. Ja, das ist Quatsch, weil Bruce Lee ist ein guter Kampfsportler und hat nie eine rosa Hose getragen. Da bin ich sicher. Weil das sieht nach Ballerina aus. Einfach mal ehrlich. Kampfballerina, gibt's denn sowas? Ballerinas, die konzentrieren sich auf die Schönheit und Anmut ihrer Bewegungen, nicht andere Leute auf die Fresse zu hauen. Und Bruce Lee war bekannt dafür, anderen Leuten auf die Fresse zu hauen. Also passt das schon mal gar nicht zusammen. Würdest du bitte aufhören, Captain Tao
Bye Bye. Kennt doch jemand Tao Bye Bye? Dragon Ball? Hä? Also das Original Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z. Aber ich glaube, das ist auch kurz mal aufgetreten, ne? In Turnier, ganz am Anfang von Dragon Ball Z. Bam! Ja, schön in den Rücken. Also mit den Schlägen läuft es langsam besser. Ey, ich glaube, der Computer macht das hier aber auch random, wie er fightet, oder? Also richtig von der KI. Nein, KI kann man hier nicht sprechen. Obwohl er sich cleverer anstellt als ich, zugegeben. Alter. Jawohl. So, er liegt leicht vorne. Das haben wir aber gleich geändert. So, jetzt liege ich leicht vorne. Ich nehme Abstand. Ich mache den Todessprung mit der Kralle. Nein, du Sack, Alter. Verzweiflungsprügler. Wenn der jetzt noch einmal spuckt. Ja, Tau, bye, bye. Also, bye, bye. Oh, oh. Drittes Match, jetzt kommt der Kettenspinner. Aber ich habe jetzt den Faustpunch mehr erforscht. Wie ich den auslöse. Jawohl, der ist es. Oh nein, okay, okay. Das Schöne ist, dass sie wirklich aber trotz ihrer Waffen den gleichen Schaden machen wie ich. So hat man andersweise noch eine Chance. Also ich mache eigentlich immer die gleiche Taktik. Wenn ich mit dem Fuß nicht erwische, mache ich den Faustschlag, weil der vom Timing am nächsten dran ist. Wenn der allerdings so gut ausweicht wie gerade, habe ich eh keine Chance. Okay. Okay, der hat gewaltig aufgeholt. Oder blocken die irgendwie, dass ich nicht raffe? Ich raff's wirklich nicht, oder? Die haben bestimmt... Das sah nicht aus, als würde er mich mit der Faust so ein bisschen blocken. Aber manchmal treffe ich auch nicht, wenn ich hinter ihnen stehe. Okay. Und Sprungattacke, Faust! Sprung, Faust! Tiger, Drachen, Faust! Ja! Kamehameha! Hayushuguken, verdammte Scheiße! Shen, du... Böder! Okay, wir haben letztes Leben und Shen haut gleich rein. Okay, Ausgleich. Alter, hat er mich aus der Luft gefischt, dieser... Alter, das gibt's doch nicht! Okay, ich habe Kontrollverlust. Nie im Kampf der Wut preisgeben. Das hilft nur Saiyajins was, aber nicht normalen Kämpfer. Okay. Okay, okay, ich konzentriere. Okay, alles noch rettbar. Wenn ich keine Treffer im Einstecke und ihn hintereinander vermöble, ist das hier alles noch drinne. Er liegt nur so zwei Treffer vorne. Ein Treffer, er lag gar nicht mehr vorne. Ich lieg vorne. Nein, er liegt vorne. Scheiße, ich bin verwirrt, ich bin nervös. Zwei Treffer liegt da vorne. Ein Treffer liegt da vorne. Oh. Okay. Nein, komm, triff mich. Ja, okay. Entscheidungsmove. Nein! Bastard! Elender, das war das letzte Leben. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das Spiel ist kacke. Nein, es ist kein Worstplay. Man kann damit Spaß haben. Oder ist es ein Worstplay? Ich weiß es nicht. Entscheidet das selber. Mach es einfach mal so. Ich lasse das mal zum normalen Spiel laufen. Da kommt kein Worstplay. Mach ich draus. Und ihr sagt mir dann, ob das Spiel kacke ist oder gut. Jetzt sehen wir mal, wie das hier ein Profi in der Demo macht. Der latscht natürlich ohne Probleme. Ja, selbstverständlich. Jeder schlagt einen Treffer. Oder was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Willst du mich verkackern? Das ist doch gescheatet jetzt hier. Na gut, ist eine Demo. Klar, es ist gescheatet. Das ist sowas von mies. Leute, ich verabschiede mich jetzt. Wenn ich das sehe, fange ich gleich das Weinen an. Alter, das gibt's gar nicht. Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Bis die Tage und ciao.